Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen in Ungarn ist es nicht so gut gelaufen. Wir waren unterwegs in die Punkte und dann hat sich Show leider weggedreht, kurz vor Norris auf Platz 8, glaube ich, war das in dem Moment. Und ja, dann sind wir auf Platz 12 zurückgefallen oder Platz 11 zurückgefallen. Wir sind an die Box, haben uns nochmal Reifen geholt und in den letzten 5 Runden haben wir noch Bottas, Piastri, Magnus und Tsunoda bekommen. Hamilton hat den Reifenschaden, wodurch der zurückgefallen ist. Und ja, es ist leider nicht so gut gelaufen, das Rennen für uns. Was da den Vorstand natürlich auch nicht sehr zufrieden gemacht hat, dieses Rennen. Aber gut, wir stehen kurz davor, nach Belgien zu reisen. Ne? Und wir geben auch jetzt einmal, würde ich sagen, 5 Millionen geht leider nicht. Wie sieht es hier aus? Okay, hier ist eigentlich auch alles top in Ordnung. Ne? Für Training gehen wir hier hin. Ricardo wird zurückversetzt, weil wir uns ein neues ERS holen werden. Wir müssen aber wahrscheinlich nochmal ein neues ERS auch für Show holen. Der wird auch das neue Getriebe bekommen, also 100% Getriebe. Wir müssen echt hoffen, dass wir da durchkommen. Motor, ja, 12%. Dann haben wir das zumindest hier. Also Motor werden wir wahrscheinlich auch brauchen. So, kaufen wir uns schon mal ein neues ERS. Aber wir müssen ja das 50%ige ja noch nicht so extrem ausreizen. Was das angeht. Haben nur noch 1,4 Millionen. Spannung zwischen... Ja, okay. Wir haben das wohl hinbekommen. Fahrtrend Martins. Ja. Finde ich jetzt nicht so berauschend. So. Ich glaube, ohne langes Reden würde ich sagen, können wir auch sehr zügig nach Belgien reisen. Dann, guck mal, dann haben wir Sommerpause. Ich weiß gar nicht, warum die das so extrem komisch geregelt haben, diese Saison. Dass halt zwischen diesen Rennen da 3 Wochen Pause sind. Es ist keine richtige Sommerpause, muss man sagen, ne? Also. Zielplatzierung im Rennen, Platz 12. Probieren wir. Letzte Runde kriegen wir wahrscheinlich so nicht hin. Also haben wir auch keinen Verlust. Das ist auch das Gute daran. Aber wenn wir Zwölfter werden, kriegen wir halt auch nochmal Geld. Ne? Das ist, und 29.000 können wir noch verkraften, wenn wir das nicht schaffen, das zu holen. Normalerweise war immer Ungarn die Sommerpause, bevor es dann nach der Sommerpause nach Belgien ging. Aber scheinbar dieses Jahr nicht. Dieses Wochenende sind wir in Belgien. Ein Regenrennen und ein Sprintwochenende, ja, läuft. Das heißt, ihr kennt das alles, wir werden viel testen. Hoffen, dass wir irgendwie doch ein gutes Setup rausfahren können. Und dann verwalten das erste Training. Man kennt es ja nicht anders. Tja, Hülkenberg. Der ist viel schneller als wir. Aber okay, wir haben auch sehr, sehr abgefahrene Sachen. Ne? ERS 13%, Motor nur 12%. Ja. Fürs Training ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir kriegen ein gutes Setup hin. So, schon Stufe 2. Nach 5 Runden. Und die Strecke ist schon sehr lang. Ne? Wir fahren wahrscheinlich schon so 1,45. Ja.
Ja, der Umbau dauert hier meistens sehr, sehr lange. Vier. Ja. Sollten wir bald es schaffen. Das Gute ist, Ricardo macht die Reifen nicht kaputt. Obwohl, sollten lieber nicht zu laut sagen. Any feedback? Everything's pretty stable. Understood. Ich schätze mal, schafft das nicht. Das Setup ist gut. Fürs erste Mal ist das Setup sehr, sehr nice. Okay, probieren wir das. Natürlich wieder die gleichen Reifen, die behalten wir. Haben vier Medium-Reifen, ne? Ich weiß jetzt schon, dass zwei Mediums der Ricardo wahrscheinlich im zweiten Training wieder wegballern wird. Aber wir haben doch einen Fünfer gehabt. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Das ist ein 72er. Okay, sogar besser als das andere. Deswegen immer ein bisschen mehr Flügel. Vorne aber ein bisschen weniger. Bremsenstabil gehen wir nach hier. Und Traktion, eine Stufe nach da. Okay, Reifen parallel mal die gleichen. Dann bitte schnell mal umbauen. Wir werden hier mit Abstand letzter wahrscheinlich. Oh, 2000. Ich glaube, da brauchen wir einfach nur ein bisschen aggressiver zu fahren, dann haben wir das schon. Jetzt verlieren wir weniger Zeit, wenn wir es langsam haben. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir ein bisschen aggressiver. Hä? Not sure if I've got damage. We are checking. Cool. Das ist nice. Gar nicht, dass es gibt. Purer Zufall erwischt jetzt, ey. Dann habe ich noch Glück gehabt, dass auch Sho die diese fünf Dings bekommen hat. Dann sollen wir ein bisschen aggressiver fahren, mal eine Runde ein bisschen ERS einsetzen. Also komplett letzter sein will ich eigentlich ungern. Oh. Ach, machst du denn das? Im Training schon blockiertes Rahl. Oh, mit dem Duell gegen einen Haas. Und da blockieren die Reifen. Ich frage mich, was der Grund ist. Verbremst, ganz einfach. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Okay, die Reifen sind ein bisschen schon wieder. Los mit dem. Gut, wir sind an Kurve 5. Oh, und der Wagen blockiert. Und hoffentlich ist der Schaden. Du warst wieder heute aus der Linie. Doch komm, ey. Kannst du mir nicht erzählen, dass du so viele Fehler machst? Ja, Ricardo sollte bald einen Punkt haben. Wo ist denn der überhaupt? Boah, ist der weit weg auf der Geraden. Das geht auch netter. In die Box. Show. Kommt auch rein. Daniel Pillar. Bitte mit der On. Okay. Setup wurde besser. Hinten müssen wir auf jeden Fall weniger haben. Vorne auch weniger. Das anpassen. Wieder weniger. Nochmal weniger.
Gott. Aber so sollte es eigentlich ganz gut sein. Ich kann leider keine 9,75 einstellen. Das wäre nämlich, glaube ich, das Beste. Ja, sehr gut. Jetzt holen wir auch einmal die Roten. Und haben nicht viel Zeit dafür, ne? Ich hätte eigentlich den Sprit rausnehmen müssen, aber... So. Passt schon. Okay, einmal die Soft. Abbrechen. Setup. Okay, wir machen auf jeden Fall mehr weniger Heckflügel. Bremsen, Stabi. Schieben nach hier. Vorne auch ein bisschen weniger. Traktion. So. Ist alles im Rahmen. Laufzeit. 5 Runden. Ich bin mal gespannt, ob wir das von Barrikade nochmal ändern können. Weil lang fahren sowieso nicht dran. Nochmal 8 Runden, dauert nochmal 13 Sekunden. Richtig aggressiv fahren. Okay, aber Energie erstmal richtig aufladen. Sechster und 19. Jawohl. Voll gecheatet, aber ist doch egal. Trotzdem, 6er und 8er. Sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wie das, Qualifying laufen wird. Okay, Setup wissen wir gar nichts. Wow, die sind sehr zufrieden. Vor allem viel ändern kann man wieso nichts mehr. Es ist an der Zeit. Mal Qualifying. Da kommt natürlich ein Motor hin. Also ein besserer Motor, ein besseres ERS und ein sehr frisches neues Getriebe. Ich weiß halt nicht, ob der mit dem Getriebe komplett bis zum Ende auskommt. Ich weiß auch nicht, wie das Setup ist. Ist so bitter. Hier auch ein komplett niegelnagelneuer Motor. Ein komplett niegelnagelneues ERS, was auch diese Zurückversetzung dann im Hauptrennen ein Kraftfeld und ein niegelnagelneues Getriebe. Und damit, ja, ins Qualifying. Green light now. Das Gute ist, Ocon kriegen wir leider nicht in der langen Geraden. Den werden wir bekommen, aber die Frage ist, wo? Den McLaren werden wir nicht mehr bekommen. Ach nein. Am besten wäre natürlich, wenn wir sie bekommen, aber ich schätze mal stark, dass wir trotzdem abbremsen werden. Man wird es nämlich jetzt hören, wahrscheinlich. Nein. Sehr gut. Also Fahrer haben nicht abgebremst. Ricardo scheint schneller zu sein, hat aber natürlich die etwas, naja, besseren Sachen, ne? Wollte gerade sagen, aber eigentlich nur das neue ERS im Vergleich zum Ding. Und ein bisschen frischeren Motor. Ich kann halt aktuell schlecht einschätzen,
Wo wir zeitlich, aber 1:41:1 ist schon eine gute Zeit, aber da ist Hülkenberg. Eine Sekunde. Noch ist auch dazwischen, also wir müssen auf jeden Fall nochmal raus. Elben haben wir hinter uns, der wird aber aufgehalten. Es wird eng mittlerweile. Wir stagnieren aktuell. Was ist mit Tsunoda? Auf Platz 6, ja, alles klar. Also die Alfa Romeos sind klar, dass sie hinten sind. Ah, dann müssen wir gucken. Das sind Williams. Ja, dürfen wir rausfahren? Okay, Sho ist rausgefahren, hat einen Alpine, glaube ich, vor sich. Ja. Und Ricardo hat, glaube ich, einen Red Bull vor sich. Das ist Perez. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ob wir uns da noch steigern können. Magnus ist auch, glaube ich, mitten in dieser Truppe drin. Oh, wir sind sehr nah an Stroll. Oder an Alonso. Es ist Stroll, leider. Aber ist gar nicht so schlimm, weil ich schätze mal, Stroll sollte... Boah, wir sind viel zu nah dran. Überholen. Überholen tut man ja nicht. Oh, das könnte sogar jetzt langsamer sein. Ne, schneller, okay. Das ist der Premium-Windschatten, den Ricardo hat. Ich hoffe, wir haben kein langsames Fahrzeug auf unserer Runde noch. Der Mercedes hat schön Platz gemacht. Aktuell sind wir ja noch mit beiden Fahrzeugen weiter. Ich glaube, da hat sich irgendwas getan. Ich glaube, Bottas hat sich ein bisschen verbessert. Oder. Albon, glaube ich. Na, Albon ist durch. Albon ist raus. Beide zumindest mache ich schon, verbessert sich weiterhin. Er hat ja nicht mehr so viel Windschatten. So, Sho auf Platz 11. Ricardo verbessert sich. Ah, no, ist vorbei. Magnus ist, glaube ich, auch schon. Der fährt schon langsam. Das heißt, Magnus ist raus. Damit haben wir zumindest mal das eine Zoll-Ziel erfüllt. Piastri ist auch raus. Fährst du noch schnell? Ich glaube aber, wir sollten es geschafft haben mit beiden. Jawohl. Mit beiden weitergekommen. Vom Regen im Hauptrennen wird sehr interessant. So, angefahrene Reifen für den ersten Versuch. Damit wir halt für den Sprint halt noch einen Softreifen haben. Okay, wir haben 95 und 99er Setup, also damit kann man auf jeden Fall nicht unzufrieden sein. Oh, und Ricardo hat den Gasly-Windschatten. Also Windschatten merkt man doch. Also ich dachte mal am Anfang, ja, das bringt nicht so viel, aber doch, das bringt einiges. Man muss es halt nur hinkriegen, man darf halt nicht zu nah dran sein. Ne? Und Ricardo hat, glaube ich, einen sehr guten Abstand. Der spürt zumindest auf den Geraden den Windschatten. Oh, sogar schneller als der Alpine auf der Geraden. Die duellieren uns halt, obwohl Alpine aktuell stärker ist als wir. Ah, das weiß ich nicht. Also ich würde uns eher so auf Platz 7 aktuell stärkemäßig einschätzen. Etwas hinter Williams vielleicht. Aber dafür ist Albon halt. Oh, das tat weh. Ricardo konnte voll durchziehen. Bei Sho weiß es halt nicht. Es ist Gott sei Dank nur die angefahrenen Reifen. Und 1:40:9. Fand ich jetzt nicht so eine schlechte Zeit. Ricardo etwas langsamer. Die Zeiten dafür, dass mit angefahrenen Reifen gefahren worden sind, nicht so verkehrt. Ich weiß halt nicht, ne? Russell wird sich auf jeden Fall nochmal verbessern. So, rausfahren, glaube ich, bringt schon was, um halt in die Top 10 zu kommen. Aber dann muss man sich versuchen, einen frischen
freie Fahrt hinzu bekommen. Und dann haben wir noch Russell, der sich so verbessern wird. Oh nee, Short. Kein Windschatten. Ich musste halt zeitlich gerade noch drauf drücken. Ist halt die Frage. Tsunoda, hat der einen Windschatten? Nein. An sich sieht so gar keinen, der Windschatten hat, ne? Da. Ja, so ein Leicht hat, glaube ich, noch. Okay, Alonso ist schon durch. Ja, beide verbessern sich schon mal nicht im ersten Sektor. Hülkenberg ist schon mal raus. Das Gute ist, im Sprint können wir ja auch Punkte uns holen. Wert Alpine ist aktuell, finde ich, ein Tick zu stark für uns. Jetzt kommt gleich zu Noda über die Linie. Erstmal die beiden Mercedes. Erstmal Russell. Schafft es, damit sind wir Elfter. Zu Noda schafft es auch. Damit ist Gasly raus. Ich weiß halt nicht, wie viel uns wird verbessern. Na, okay, aber 12. 13. für den Sprint. Okay, 13. 14. für den Sprint ist okay. Kann man nicht motzen. Na, Schuh hätte sich nochmal einen Tick steigern können. Hey, der Williams ist echt so stark. Also wenn sie es hinbekommen, dann sind die übelst stark. Aber wir haben, glaube ich, Haas ist nah rangekommen, auf jeden Fall. Aber Alfa Romeo auf safe im Griff. McLaren. Also wir sind halt immer noch im Kampf mit McLaren und Haas. Und ein bisschen Williams. Alpine ist so ein bisschen abgehauen. Oh, Sainz aktuell sehr stark, ne? Bitte nur einen Reifen, Ricardo. Einen bitte nur, ne? Der nimmt safe 2. Ich kenne den. 17. und 14. Willkommen zurück.